Wir wissen, dass sich Planeten, einschließlich der Erde, um die Sonne bewegen. Aber haben wir eine Ahnung, ob sich die Sonne auch bewegt? Die Sonne dreht sich zusammen mit allen anderen Planeten in unserem Sonnensystem um die Milchstraße. Und ein einzelner Zyklus dauert etwa 230 Millionen Jahre. Die Sonne hat bisher 18 Zyklen abgeschlossen und bewegt sich mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 828.000 Kilometern pro Stunde, und das ist wirklich unglaublich. Etwa alle 11 Jahre durchläuft die Sonne einen Sonnenzyklus, der ihr Magnetfeld vollständig umkehrt. Das bedeutet, dass der Nord- und der Südpol der Sonne die Plätze tauschen. Jetzt wissen wir also, dass sich die Sonne wie jeder andere Planet in unserem Sonnensystem dreht und dreht.